Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salut et Fraternité, Citoyen, le Spectateur. Wir sind mit einem weiteren Teil von Napoleon Total War, unserem Let's Play in der Europakampagne zurück, wo wir mit Napoleon versuchen, unsere Gegner niederzuringen. Jetzt gerade werden wir in Belgrad angegriffen. Das ist eine Stadt, die wir belagern und ich hoffe mal, dass wir einen guten Erfolg haben werden und diese Stadt relativ unkompliziert einnehmen und vor allen Dingen auch unkompliziert halten können. Wir haben keine Eile, wir haben die Österreicher so mehr oder weniger gut am Schlawittchen. Das ist eigentlich okay. So, ihr kommt mal gerade bitte alle hier hin zurück. So, wir machen das Verhalten der leichten Infanterie. Bei euch auf jeden Fall mal an. Dann interessant finde ich die Situation, dass doch meine Zuschauer die Artillerie überwiegend anders spielen als ich. Ganz kurz nur. Ich spiele ja Artillerie ganz gerne mal auch sehr zentral. Und viele meiner Zuschauer spielen die Artillerie nicht ganz so zentral, sondern versuchen die halt eben immer auf erhobene Positionen zu pflanzen und dann möglichst gute Schusspositionen zu bekommen. Ich versuche sie ja wirklich auch immer so im Gefecht einzusetzen, um verheerenden Schaden mit diesen Kartätschenladungen anzurichten. Das ist aber, so haben mir das meine Zuschauer zurückgemeldet, nicht unbedingt die effektivste Art, die Artillerie einzusetzen. Und da wollen wir doch mal gucken, ob wir das heute vielleicht ein bisschen anders hinkriegen. Wir haben halt hier das Problem, dass wir eine relativ ungünstige Ausgangssituation haben. Wir haben keine erhabene Position, von der aus wir feuern können. Insofern werden wir die Artillerie hier versuchen, in diesen Gassen aufzustellen, damit wir da reinfeuern können. Das ist zumindest meine Überlegung. Wir haben hier eine starke Kavallerie, mit der wir schützend eingreifen können. Genau, und die werden wir mal gerade schon mal hier so ein bisschen auf der Flanke positionieren. Die Kavallerie hier lassen wir zentral nicht stehen, weil er hier drüben eine starke Kavallerieaufstellung hat. Das heißt also, wir gehen mit der Kavallerie selbst hier rüber. So. Ich werde die Plänkler, die wir ja hier im Verhalten der leichten Infanterie aktiviert haben, die werde ich mal gerade so ein Stückchen nach vorne nur stellen. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier abrotzen können. Er hat natürlich hier auf unsere Kanonen geschossen. Und da drüben kommt der General schon näher. Das ist eigentlich für uns ganz gut. Okay, ich glaube, hier ist alles geritzt. Die Kavallerie hier hat keine Chance. Unsere Linie wird ein bisschen hart angegangen. Wir sollten auf jeden Fall hier unsere Linien ein bisschen weiter rüber ziehen. Ah ja, Tatsache, ich erwische hier. Ich habe eigentlich gedacht, die Distanz wäre groß genug, aber ja, weil die Position relativ identisch ist. Gibt mir noch ein bisschen Zeit, ich knubbel das alles noch aus. Ich will halt nicht mit der Artillerie hier komplett auf die Flanke rücken, weil das ist eine, solange er noch Kavalleriereste hat, ist das eine unhaltbare Position für mich, ne? Insofern gibt mir da einfach noch ein bisschen Zeit.
Wir protzen nochmal ab, stellen uns nochmal neu auf und dann gucken wir mal, wie wir das gleich weitermachen. Wir haben hier auf jeden Fall noch ganz gute, eine ganz gute Positionierung. Wir werden jetzt hier auch mal gerade mit der Kavallerie angreifen und die Kavallerie ins Feld führen. Die Kavallerie mal ruhig noch ein bisschen hier rüber. Nee, warte. Bitte hier hinten dran vorbei. Okay, das sieht gut aus. Da will ich eigentlich ganz gerne hier schon seine Kavallerie auswählen. Ja, wobei, greift er ruhig mal an. Ach, guck mal da. Da haben wir sogar Einheiten verloren, obwohl wir da gar nicht im Gefecht waren. So, und du jetzt bitte hier auf die Seite. Und, bist du abgeprotzt? Können wir schießen? Jawohl. Aber das ist, schau ich mal an, das ist ganz interessant, wie die Truppen hier stehen. Der stellt sich ganz komisch auf, das finde ich jetzt echt merkwürdig. Ich trinke mal gerade einen Schluck, Moment bitte. Scheint auch was damit zu tun zu haben, dass er sich außerhalb der Reichweite der Artillerie aufstellen will. Aber dafür haben wir eine mobile Artillerie. Glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Das würde ich aber auch so werten. Ja, wir räumen da hinten gut auf. Also insofern glaube ich, ist hier dann Ende Gelände, ne? Frage ist halt, müssen wir hier wirklich versuchen, möglichst niedrige Verluste zu bekommen? Ich würde mal sagen, eigentlich kann es uns hier egal sein, weil wir hier jetzt keinen Zeitdruck haben, vorzumarschieren. Es ist nicht so wie der Krieg gegen Österreich, wo wir auch wirklich versuchen mussten, möglichst schnell eine Entscheidung herbeizuführen. Oh Mann. Jetzt wähl doch einfach mal bitte nur eine Einheit aus und greif den General an. Der gegnerische General ist weg, ne? Gut. Wow. Gut, ich glaube, das war's doch, ne? Stopp. Oder warte, nee, du musst noch ein bisschen vorrücken.
Ich weiß, ihr wollt gerne sehen, wie ich hier mehr in die Schlachten reinzoome, aber das ist einfach echt nicht mein Ding. Greif bitte hier ankommen. Feuert meine Artillerie noch? Nee, ne? Achso, ja, mach doch bitte dreifache. Das dreifache Geschwindigkeit ist hier King auf jeden Fall. Es gibt interessanterweise doch recht gute Erfahrungspunkte, ne? Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Die müssen sich ausruhen, wenn ich das sage. Ganz einfach. Kommt her, Mädels. Hier gibt's noch Arbeit. Ach Mann, jetzt lassen die so viele abhauen. Die Männer sind erschöpft. Ist halt ganz gut, wenn wir die jetzt alle kriegen, denn dann müssen wir sie halt nachher nicht platt machen, ne? Das sind aber keine Speerpalisaden oder so, ne? Das ist nur so ein Mäuerchen. Okay, gut. Ja, aber ich verspreche euch, ich werde mich darum bemühen, da in den kommenden Schlachten noch mal näher ranzuzoomen. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie macht nichts, kein Problem. Jetzt können sie sich ausruhen. Gut, ja, 94 Verluste, ne? Müssen wir gerade schauen. Feinde getötet, 62. Das heißt, wir haben 30 Einheiten, roundabout 32 Einheiten Kollateralschäden gehabt. Autsch. Wir haben einen Edelmann rekrutiert. Was kannst du denn? Er ist ein Fabrikbesitzer. Wo forschen wir denn Industrietechnologie? In ganz, ganz vielen, ne? Dann geh doch mal nach Liège. Da können wir dann bestimmt noch einen gebrauchen. Ja, gut. Das ist doch passabel. Lauf dahin. Wir haben einen Fortschritt. Die Abschaffung der Sklaverei. Das ist doch genial. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wann hier. Die Royal Navy fungierte als Weltpolizist und versuchte den Handel mit afrikanischen Sklaven schon an der Quelle zu unterbinden. Seltsamerweise hatten englische Richter schon 1772 entschieden, dass Sklaven beim Betreten englischen Bodens die Freiheit erlangen könnten. Die Bemühungen von Wilberforce waren der Anfang eines Prozesses, der sich sogar noch heute in den Versuchen fortsetzt, dem in Anführungszeichen Menschenhandel ein Ende zu setzen. Das ist interessant, also die Sklaverei wurde ja in den, also wenn wir uns das jetzt mal angucken, in Europa doch recht früh verboten. Ich glaube, als letztes Land hat Brasilien in Amerika jetzt auf jeden Fall 1888 die Sklaverei abgeschafft offiziell. Also ich glaube, im Dreikaiserjahr hat Brasilien die Sklaverei abgeschafft. Nee, das war später. Ich weiß, das müsste noch später gewesen sein. Brasilien war auf jeden Fall der letzte Staat Amerikas, wo die Sklaverei offiziell abgeschafft wurde. Und Sklaverei wurde de facto halt wesentlich länger praktiziert und das finde ich ist halt eben
Ja, das ist halt ein ganz krasses historisches Phänomen. Also wenn wir uns angucken, dass ja Millionen von Afrikanern zum Beispiel nach Nordamerika und nach Südamerika unter übelsten Bedingungen verschifft wurden und dann aber zugleich 1776 die Amerikaner so etwas oder die 13 Kolonien, wenn wir da von Amerikanern sprechen, sprechen wir ja von den 13 Kolonien, dass die 13 Kolonien sowas wie eine, also in ihrer Declaration of Independence schon von Menschenrechten sprachen, das ist ja total paradox, ja. Also es ist total, total merkwürdig. Die sprechen von Menschenrechten. Konnte man natürlich machen, weil mit Menschen war natürlich nicht Sklaven gemeint. Menschen galten, also Sklaven galten nicht als Menschen, sondern als Personen. Da wurde ein Unterschied gemacht in der Auslegung des Rechtes. Sie galten damit als Personen, als beweglicher Besitz ihres Herrn. Das ist in, das trifft übrigens teilweise auch auf Frauen zu, ja. Sie waren damit ja lange Zeit von jeglicher politischer Mitbestimmung ausgeschlossen. Also in den USA ja ganz besonders lange, da durften Afroamerikaner ja erst, ich glaube 1965 war der Voting Rights Act, glaube ich. 1965 durften die erst wählen und jetzt komme ich gerade so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen, ne? Aber die Frage ist natürlich, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, wir nehmen mal die USA und wir nehmen mal die Sklaven, die dort gelebt haben und dann 1885 von Abraham Lincoln befreit werden, ja, also dann keine Sklaven mehr sind, dann ist ja die Frage, inwiefern sind die dann überhaupt frei, ja, weil in den USA zum Beispiel haben Afroamerikaner keine politischen Mitbestimmungsrechte für die nächsten 80 Jahre. Das ist doch die Frage, ob man überhaupt als frei gelten kann. Ich meine, das ist ja auch ein Punkt, den Martin Luther King eben immer wieder stark gemacht hat. Ohne selbst wählen zu können, kann ich nicht bestimmen, was mit mir geschieht. Es wird also über mich entschieden und das verstößt gegen meine Würde. Also in etwa, so in etwa hat er es gesagt, das ist jetzt meine Paraphrase. Und da muss man halt wirklich die Frage stellen, kann ein Mensch überhaupt frei sein, ohne dass er irgendwo eine politische Gleichheit hat? Ja, also ich würde da mal sagen, da ist die Antwort ganz klar nein. und auch wenn man dann hier natürlich sieht, also ein, hier haben wir es ja, ne, die Royal Navy fungierte als Weltpolizist und versuchte den Handel mit afrikanischen Sklaven schon an der Quelle zu unterbinden. Das ist ein Unterschied, ob man den Handel mit Sklaven verbietet oder ob man die Sklaverei verbietet. Das ist in der Tat so, dass der Handel mit Sklaven schon früher geächtet wurde. Aber man darf auch nicht übersehen, zu diesem Zeitpunkt, dass das ein großer Schritt ist, dann zu einem generellen Verbot der Sklaverei zu gelangen. Denn wir sollten uns auch vor Augen führen, wie viele weiße Männer Geld in Sklaven investiert haben und dadurch auf ganz brutale Weise natürlich versuchen, ihre Besitzrechte zu schützen, indem sie zum Beispiel die Abschaffung der Sklaverei versuchen zu verhindern. Ja. Oder man kann es auch so sagen, deswegen tun sich ja, oder deswegen haben sich die Amerikaner ja auch mit ihrer Verfassung so schwer getan. Sklaverei war damals schon umstritten, auch wenn der Jefferson in seinem Leben wahrscheinlich 600 Sklaven besessen hat. Sklaverei war damals schon umstritten, aber man konnte sich nicht auf ein Verbot der Sklaverei festlegen, weil man beispielsweise die ganzen Sklavenhalterstaaten eben brauchte, damit man, damit diese 13 Kolonien einheitlich agieren konnten. Man wollte sich nicht an dieser Frage entzweien und das ist halt eben echt, da muss man sich fragen, hat man damals nicht schon diese Menschenrechtserklärung mit der Declaration of Independence, hat man die dann nicht einfach schon so ein bisschen geopfert, politischen Interessen? Ich sag mal hier, eben aufgrund der Tatsache, dass man sich ja von den Briten unabhängig machen musste, führt jetzt alles super, super weit weg. Aber ich will da vielleicht einfach nur mal so ein bisschen auf ein paar Probleme aufmerksam machen. Ne? Das eine ist halt die Frage, wenn man zu dieser Zeit von Menschenrechten redet, haben die Leute an wirkliche Menschenrechte, wie wir sie heute auch verstehen, so gedacht, uns einfach nur in der Praxis nicht gemacht? Oder hat sich es wirklich auch so ihrer Wertevorstellung entzogen? Schwierige Frage. Hat man, also war überhaupt
eine Freiheit ohne Gleichheit möglich? Also konnte man überhaupt frei sein, ohne wählen zu können oder ohne irgendwie rechtlich gleichgestellt zu sein? Ich glaube, da ist die Antwort dann wiederum relativ eindeutig. Und halt eben das Problem, dass ein Verbot des Handels mit Sklaven ja noch lange nicht bedeutet, dass die Sklaverei an sich verboten ist. Ja. Die Punkte sollte man da auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Man muss übrigens sagen, hier, wenn britische Richter auf der einen Seite 1772 entschieden haben, dass man als Sklave beim Betreten englischen Bodens als freier Mensch, wobei da steht jetzt ja nicht als freier Mensch, sondern ne, vielleicht als freie Person, muss man mal überlegen, konnte derjenige überhaupt von den Rechten profitieren, weil die Bürgerrechte hat er sehr wahrscheinlich nicht besessen. Und dann hat er wahrscheinlich auch die ganzen politischen und sozialen Rechte nicht in Anspruch nehmen können, die es damals gab. Ne? Auch das wieder vielleicht mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Sind Menschenrechte damals nicht einfach auch nur Bürgerrechte? Ne? Also das müsste man fragen. War das dann ein Bürger oder war das dann nur eine Person? Ne? Und wie war dann sein Status? Es geht jetzt hier leider nicht draus hervor, wäre aber eine spannende Frage, das zu beurteilen. In den USA haben die Richter noch teilweise 100 Jahre später entschieden, dass Sklaven eben wie eine Sache zu behandeln sind. Afroamerikaner seien wie eine Sache zu behandeln. Fürchterlich, fürchterlich. Also man muss sich diese menschenverachtende Politik, muss man sich halt eben vorstellen. Und die Frage ist halt, und jetzt komme ich wieder zum Anfang zurück, gibt es Leute, die damals eben halt wirklich schon weitergedacht haben und es auf alle Menschen bezogen haben? Schwierige Frage. Schwierige Frage auf jeden Fall. Aber gut, wir nehmen das mal an, die Abschaffung der Sklaverei. Ja gut, wir haben eine Armee verloren, das ist echt kacke. Aber gut. Ich war neutral immer noch bei minus 8, schade. So, wo hat er uns jetzt da? Da. Da hat er uns gekriegt vorhin. Ja, zieh dich zurück. Ich erwisch dich. So, und dann laufen wir einmal hier runter. Nehmen wir mal nicht. Ich meine, das ist ja nur ein General, den er da stehen hat, ne? Und einfach mal kurz hinter die Grenze wieder zurückziehen. So, jetzt habe ich ganz, ganz lange geredet. Aber das war mir ein inneres Bedürfnis. Wir haben unser Gericht in Böhmen gebaut. Yeah, das ist eigentlich auch gut. Eine ganz lukrative Provinz auf jeden Fall. Genau, dich habe ich schon bewegt, glaube ich. Ja. Wir gehen nochmal in die Listenübersicht und lassen uns nochmal gerade die lukrativen Provinzen anzeigen. Da brauchen wir auch eine. Venedig ist die nächste. Bauen wir auch noch so ein Gebäude in Venedig? Ja, schwierig, ne? Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es so ewig dauert, würde ich sagen, ja. Denn das bedingt ja auch so ein bisschen unsere Forschung, die wir machen können, ne? Ja, okay, da brauche ich das Ding aber einfach nur so. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Da muss ich meine... vielleicht lassen wir hier das doch mal weg und bauen nochmal ein Militärgebäude an einer Stelle aus. Das müssen wir nochmal suchen, aber da bin ich mir jetzt hier... Das habe ich ja jetzt noch nicht so ganz gesehen. Okay, wir nehmen Zagreb ein. Belgrad, meine ich. So, Halleluja, ihr seid wieder frei. Wir bauen hier auf jeden Fall den Markt. Wir bauen die Eisenmine auch direkt aus. Sieht gut aus. Wir machen aus Belgrad keine Militärsiedlung. Wir brauchen auf jeden Fall aber schon mal eine Straße. Doch, ja. Und jetzt können wir auch über
Siebenbürgen weiter Richtung Osten vorstoßen, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Ich muss gerade mal überlegen, wo wir noch... Naja, wir haben da noch einige Städte, die wir, oder einige militärische Städte, die wir ausbauen müssen. Das Mönch ist reicher. Der hat bestimmt schon beide. Wenn er nur einen hat, dann kriege ich den anderen auch noch. Wäre ja auch ganz cool. So, 8 Runden brauchen wir. Gibt es also irgendwo eins, wo wir das Ding schneller bauen können? Ne, wir haben ja, ansonsten habe ich die überall sträflichst vernachlässigt, außer in Paris halt, ne? In Paris haben wir das Ding auch nächste Runde, da können wir dann wieder mehr forschen, das ist eigentlich gut. Dann bauen wir doch direkt hier noch das große Arsenal und das Opernhaus bauen wir direkt auch. Denn, also ich meine, wir sollten ja schon irgendwie so ein bisschen versuchen, diesen französischen Zentralismus, der ja für Frankreich immer noch heute prägend ist, den sollten wir schon versuchen, irgendwie so ein bisschen umzusetzen. Das finde ich übrigens ganz interessant. Ne? Also wenn man in Frankreich oder wenn man zu Frankreich gefragt wird, in welcher Stadt passierte dies und jenes denkwürdige Ereignis und in welcher Stadt würde dies und jenes denkwürdige Bauwerk errichtet, das ist halt fast immer Paris. Denn das ist... ich weiß nicht, euch ist es bestimmt schon mal aufgefallen, dass ja Frankreich von seiner politischen Struktur her doch deutlich anders aussieht als Deutschland. In Deutschland haben wir ja diese verschiedenen Bundesländer, ja, ne, die ja irgendwie mal aus diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation hervorgegangen sind. Und Frankreich war schon relativ früher eine zentralistische Monarchie. Den französischen Monarchen ist es ja gelungen, Paris zum Zentrum dieses Landes zu machen und diese von dem halt eben viele andere Städte abhängig sind. Ne? Und in Frankreich ist es wirklich so, alle nennenswerten Eisenbahnstrecken bündeln sich irgendwo in Paris. In Paris gibt es das größte Autobahnnetz, in Paris passiert eigentlich alles. Und in Deutschland ist es so, in Berlin passiert ja nicht alles. Ne? In Deutschland ich will jetzt nicht sagen die politische Macht, sondern sagen wir mal eher vielleicht auch das kulturelle Leben und der wirtschaftliche Einfluss eher auf viele verschiedene Zentren. Ne? Also klar war das immer ein Bestreben, Berlin zu dieser großen Hauptstadt zu machen. Das war ja schon eben was die Preußen ganz, ganz lange vorhatten, aber in Deutschland hatte man ja immer die verschiedenen Bundesländer, die versucht haben, mit ihrer jeweiligen Landeshauptstadt ihre Autonomie zu behaupten. Ne? Also in Deutschland verteilt sich das halt viel stärker. Ob jetzt wie jetzt hier München oder wie jetzt zum Beispiel Köln oder ähnliches, da verteilt sich das, Deutschland ist ja eher polyzentrisch. Und Frankreich ist da viel stärker zentralistisch gebaut. Frage zum Beispiel, wo wurde die Freiheitsstatue gebaut? Paris. Also in Paris ist einfach immer irgendwie alles passiert in Frankreich. Das sieht man auch in der Geschichte der Französischen Revolution übrigens ganz gut. Wie wichtig es da für die Leute war, eben Paris zu kontrollieren. Das ist unglaublich wichtig. Wer Paris kontrollierte, der hatte die Macht über die Französische Revolution, ja auch über diese Revolutionsbewegung. Also eine Strategie, die Napoleon ja eben angewendet hat. Aber gut, Napoleon spielen wir jetzt hier und momentan hat er ganz, ganz lange nichts mehr gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn ich ihn jetzt bald wieder einsetzen könnte und das hier ein bisschen weniger risky werden würde. Aber ich glaube, jetzt so langsam können wir aus Klausenburg raus und mal Richtung Moldawien weiterschnuppern. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil mit euch, wünsche euch bis dahin alles Gute und sage macht's gut, à la prochaine fois, au revoir, tschüss.